Juhu! Sei gegrüßt, Erdbewohner. Hallo, wer bist du denn? Wähle bitte dein Gesicht aus oder erstelle dir ein neues. Dazu musst du einfach darauf klicken. Wenn du deinen Cursor auf dem Bildschirm nach unten verschiebst, erscheinen Icons. Wenn du Hilfe möchtest, klicke auf das Fragezeichen. Wenn du das Spiel verlassen möchtest, klicke auf die Türe. So, jetzt bist du dran. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar von der quasi Fortsetzung vom Alter her, von Adi Junior. Und zwar spielen wir heute mit seinem Cousin. Ich meine, das wäre sein Cousin. Und nicht sein Bruder. Und ja, da spielen wir jetzt die ganzen Sachen mal. Da bin ich auch mal gespannt. Freue ich mich riesig schon drauf. Habe ich früher auch. Ich glaube, ich habe das früher weniger tatsächlich gespielt als Adi Junior. Aber es war trotzdem gut, eigentlich. Okay, jetzt möchte ich dich näher kennenlernen. Jetzt kannst du dein Aussehen verändern. Bewege deinen Cursor, dann siehst du, was du ändern kannst und klicke darauf. Wenn du fertig bist, bewege deinen Cursor auf dem Bildschirm nach unten und bestätige mit dem Daumen. Also das Aussehen müssen wir auf jeden Fall ändern. Da mache ich mit dem Daumen. Aber sonst, ich kann wirklich nur das Aussehen ändern. Die Hüte. Also die Nase muss. Oh Gott, das sind die Augen gewesen. Brauche ich erstmal eine vernünftige Nase? Kann ich irgendwie erstmal den Kopf oder sowas ändern? Die Farbe? Die Haare? Nee. Ist der Mund? Die Brille? Hallo? Kann ich ein anderes Färbchen haben? Okay, jetzt bin ich komplett durcheinander. Okay. Also ist auf jeden Fall schon überfordernder als Adi Junior, wie man sieht. Na, ich bin aber noch wieder relativ weit weg. Also schauen wir mal, was wir so hinkriegen. Ich habe das Gefühl, der will mich weiblich machen. Ich konnte vorher nicht angeben, dass ich männlich bin, oder? Ah, Moment. Neu. Okay, jetzt möchte ich dich näher kennenlernen. Ah, jetzt ist es schwierig. Jetzt kannst du dein Aussehen ein Profi ist hier am Werk. Bewege also. Deinen Cursor, dann siehst du, was du ändern kannst und klicke darauf. Wenn du fertig bist, bewege deinen Cursor auf dem Bildschirm nach unten und bestätige mit dem Daumen. So, ich habe die Farbe und Form des Gesichts gefunden. Ich habe ehrlich gesagt aber nur das Gefühl, dass es nur die Farbe ist. Ja. Okay. Also was haben wir denn für Haare? Es scheint mir trotzdem. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber das sind ja jetzt eher wieder Jungsfrisuren gewesen. Was nehmen wir denn? Gerade eben hatten wir andere Frisuren zur Auswahl. Nee, wir hatten die gleichen. Oder? Boah, ich bin komplett schon irritiert hier. Und überfordert. Was nehmen wir denn? Wir nehmen diese Frisur. Ne, wir nehmen den schwarz. Die Ohren sind schon sehr gut. Was haben wir sonst noch so? Ja, die sind auch sehr gut. Nehmen wir diese Ohren. Der Mund. Ja, ich bin für den Mund. Für den Mund. Und als Augen nehmen wir irgendwas. Nehmen wir die. Und dann nehmen wir diese Nase. So, was haben wir denn so als Hüt? Ein Fisch wäre schon cool. Ich glaube, ich nehme den Fisch. Wobei, er kommt in der Brille nicht gut. Nehmen wir so einen komischen, aber dann kann man die Ohren nicht mehr sehen. Das kommt aber auch nicht. Gucken wir uns erstmal die Brillen an, vielleicht haben wir da irgendwas voll Geniales bei. Okay, wir nehmen ohne Brille. Dann nehmen wir den Fisch. Ja, ist soweit. Fisch. So, alles klar. So, bestätigen. So einfach ist das. Jetzt weiß man, welcher Tag heute ist. Wirklich gut aus.
Schreibe deinen Namen und bestätige dann mit der Enter-Taste oder mit dem Daumen. Ich muss die Tastatur verwenden, das will ich eigentlich immer gar nicht. Ich auch gar nicht weiß, wie das im Mikrofon klar klingt, weil ich das nicht getestet habe. So, das habe ich auch hinbekommen. Sehr gut. Jetzt musst du noch auf deine Klassenstufe klicken und dann bestätigen. Boah, ich weiß nicht, ob das sich nachher auf irgendwas auswirkt. Wir nehmen einfach mal dritte Klasse. Ich meine, sieht man ja, dass ich noch so jung bin. Kann man auch mehr anklicken? Nee, nehmen wir dritte Klasse. Mal schauen. Kann man gar nicht nachher auch mal ändern. Jetzt möchte ich noch dein Geburtsdatum wissen. Vergiss auch nicht zu bestätigen. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Kann ich überhaupt so weit zurück? Ja, guck mal. Ah, muss aber 1900. Also wenn man von vor 1900 geboren ist und man geht noch in die dritte Klasse, kann man hier dieses Spiel nur schwer spielen. Nehmen wir mal... Aus welchem Jahr bin ich denn? Bin ich mal aus dem Jahr 1900? Nein... Nehmen wir mal 1999. Boah, ich bin grundsätzlich so im... Nehmen wir den Oktober. So, und jetzt können wir das bestätigen. Boah, hier war gerade ein kurzer Cut, dann nehmen wir den 15. Oktober. Na, was haben wir das? Denn da? Du bist im Herbst geboren. Ja, natürlich bin ich im Herbst. Wenn sich Europas Wälder mit Gold überziehen, das ist ein Zeichen von Schönheit und inneren Werten. So, und jetzt zu deinen Vorlieben. Es gibt 6 verschiedene Gruppen. In jeder hast du 1 bis 3 Wahlmöglichkeiten. Klicke auf die, die du vorziehst und bestätige dann. So einfach ist das. Wähle zuerst den Ort, wo du am liebsten wohnen möchtest. Kein. Warum kann man die Wüste auswählen, aber nicht den Nordpol, ja? Also ich würde gerne im Nordpol wohnen. Am Nordpol. Nicht im Nordpol, am Nordpol, also Antarktis, so was im Norden ist. Aber das gibt's nicht mehr. Es gibt nur warme Orte. Das ist alles der Wahnsinn. Berge. Sind Berge kühl? Ja, schon eher. Ich glaube, ich würde die Berge nehmen. Mehr geht ja nicht, ne? Nee, Berge nur. Wähle deine Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist nicht dabei. Was sind das für Grüns? Also Grüntöne. Dann nehme ich am ehesten dieses Blau hier. Das kommt am ehesten irgendwas, was ich bevorzugen würde. Aber das hier sind keine hübschen Farben. Und jetzt möchte ich wissen, was deine Lieblingssportarten sind. Boah, Lieblingssportarten... Zu Hause sitzen bleiben. Bergsteigen tue ich den ganzen Tag. Was mache ich denn gerne? Tischtennis ist eigentlich ganz cool. Boah, Rudern, ja. Radfahren mache ich nicht, Joggen tue ich auch schon lange nicht mehr. Nehmen wir mal Tischtennis. Warte, wir müssen ja insgesamt 3 nehmen. Ui, sonst tue ich davon rein gar nichts. Theoretisch, wenn man eine Choreo hat, dann tanzt man auch noch dazu. Wandern ist eigentlich lustig, wandern macht Spaß. Und dann nehmen wir, mit Tanzen ist wahrscheinlich so richtiges Tanzen gemeint. Nicht? Wobei es schon sehr anstrengend, nehmen wir mal Tanzen. Hier das kommt schon am ehesten auch hin. Deine Lieblingstiere aufgezählt. Du wählst aus. Ich finde lustig, dass die Spinne ganz oben links ist, wobei das wahrscheinlich die meisten Kinder eher weniger nehmen. Wo haben wir denn hier den Zwergotter? Zwergotter ist nicht dabei. Wie soll ich denn mein Lieblingstier auswählen, wenn es nicht mal dabei ist? Nicht mal eine Oberklasse davon. Ja, dann nehme ich halt eine Katze, die mag ich. Löwe ist auch eine Katze. Na. Ja, Kaninchen sind eigentlich auch ganz süß, nehmen wir dieses Mal. Und, ja, ich mag lieber Turmfalken als Adler. Warum ist der Vogel und, weißt du, der Vögel und Adler ist getrennt? Nehme ich Turmfalke.
ist ja nicht. Vögel ist viel zu allgemein, nämlich bei den Adler. Ja. Wobei so eine Schildkröte ist eigentlich ganz gemütlich. Ich nehme eine Schildkröte einfach mal so. Na, hier sind sicher einige deiner Lieblingsbeschäftigungen vertreten. Klicke sie an. So, ins Kino gehen? Nein. Fernsehen? Nein. Gärtnern? Habe ich früher eine ganze Zeit lang, also in der Schule gemacht. Kochen und Backen? Nicht unbedingt in meiner Freizeit. Mit der Eisenbahn spielen? Ich hatte nie eine Eisenbahn. Nie. Gesellschaftsspiele sind lustig, bringen aber sehr schnell mich zum Kochen. Musik hören, mit Puppen spielen. Mit Playmobil habe ich gespielt. Oh, das sind keine Puppen. Lesen. Lesen ist eigentlich ganz gut. Schach ist das Langweiligste, was ich kenne. Zeichnen, Baukastenspiele. Also sowas wie Lego. Und Playmobil wurde dann theoretisch. Wobei, Playmobil ist jetzt kein Baukastenspiel. Computerspiele eigentlich auch. Comics lesen. Ich habe ja Lesen und Comics lesen nochmal getrennt. Musik machen wurde dann wahrscheinlich noch am ehesten. Eine Elektrorennbahn, die hatte ich tatsächlich früher mal. Ja, dann mache ich noch Musik, mache mit rein. Das passt. Ja. Jetzt, wo wir unter Feinschmeckern sind, kannst du mir ja sagen, was du am liebsten isst. Wähle Yes. aus. Ich esse ja gerne Pizza Hawaii. Okay, ich sehe schon die Dislikes auf dem Video. Und alle, die Pizza Hawaii mögen, dürfen gerne liken. Dann. Da gibt es ja kaum noch was, was ich gerne esse. Eis tatsächlich, ne? Hey, doch, Eier tue ich mir ganz gerne noch aufs Brot. Milch eigentlich nur in Kaffee. Pommes, Pommes. Ja, Pommes ist immer das Problem. Da hat man manchmal Lust drauf und dann hat man Pommes auf dem Teller und dann hat man nach ein paar Bissen keine Lust mehr dazu. Ja, das reicht auch. Dieser Fragebogen wird im Internet deine Visitenkarte. Die Weil. anderen Kinder können ihn lesen. So, fertig. Jetzt kannst du zu mir kommen, indem du einfach irgendwo auf den Bildschirm klickst. Grandios, grandios. Man erzählt erst, nachdem man die Visitenkarte ausgefüllt hat, also nachdem man die Sachen ausgefüllt hat, ja, das können jetzt alle Leute im Internet sehen. Was? Das ist doch. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Na hallo, ich heiße Adi. Ich freue mich sehr über deinen Besuch, weil ich sehe, dass wir so manches gemeinsam haben. Oh, was Und denn? doch, ich komme von einem anderen Planeten. Er ist Das ein sieht doch jedes Außerirdischer. Kind. Ich komme vom Asteroiden M823. Sehr poetisch ist dieser Name ja nicht, ich weiß, aber so nennt man den Stern eben in unseren Büchern des Wissens. M823 ist ein einzigartiger Planet, der von den kosmischen Stürmen vorangetrieben wird. Wir, die Bewohner dieses Planeten, sind alle Nomaden und je älter wir werden, desto mehr zieht es uns hinaus ins Universum. Und so reisen wir dauernd von einer Welt zur anderen. Denn wir wollen mit anderen Lebewesen in Kontakt kommen und sie besser kennenlernen. Vor allem mit Kindern. Das klingt überhaupt nicht falsch. Das klingt so falsch. Das klingt so falsch. Oh, und unheimlich und kühl. Das klingt schon ein bisschen unheimlich. Insbesondere mit Kindern. Aber ich rede und rede. Hast gerade gar Jetzt, wo nicht wir uns ein geredet. wenig besser kennen, werden wir viel Spaß zusammen haben. Und außerdem gibt es für dich in meinem Zimmer jede Menge Überraschungen. Wollen wir sie zusammen erforschen? Ja, natürlich. Muss ich jetzt irgendwie ja sagen? Du Ja. wirst merken, dass einige Objekte und Stellen in meinem Zimmer dich zu denselben Aktivitäten wie die Knöpfe der Symbolleiste führen. Das ist Ja? Absicht, Nee. denn so hast du schneller Doch. Zugang. Also, pass Ah. gut auf. Wenn du den Cursor zum unteren Bildschirmrand bewegst, erscheinen 8 verschiedene Icons. Das hast du mir schon im Sie Intro sind sehr erklärt. wichtig für dein Spiel, deshalb werde ich sie dir jetzt von links nach rechts erklären.
Dieses neue Icon ganz links gibt dir Zugang zum Internet. Das nehme ich nicht. Wenn du darauf klickst, kannst du dich entweder in meine virtuellen Schulklassen einschreiben. Ich glaube, das gibt's auch nicht mehr. Mit anderen Kindern spielen und in meinem Forum Freundschaften auf der ganzen Welt schließen. Und außerdem gibt es ein kleines Plätzchen für deine Eltern. Mit diesem Icon kommst du zu den Lernprogrammen, die ich für dich vorbereitet habe. Mit diesem Icon kommst du direkt zu den Spielen. Am Anfang hast du nur eines, aber je mehr Fortschritte du in deinem Lernprogramm machst, desto mehr Spiele werde ich dir freigeben. Oh, okay. Mit diesem Button erhältst du Zugang zu allen Werkzeugen, die ich dir mitgebracht habe. Du wirst schon sehen, damit kannst du ganz tolle Dinge machen. Dieser Button eröffnet dir die Welt der Dokumentationen. Dort erfährst du Interessantes und Wissenswertes über deine Welt. Mit diesem Button kommst du in den Bereich der Animationen. Bewege deinen Cursor im Zimmer herum, um alle lustigen Überraschungen zu entdecken, die ich dir mitgebracht habe. Aber vergiss nicht, wenn du dann später wieder eine andere Aktivität beginnen willst, musst du nochmals auf dieselbe Stelle klicken. Das Hilfe-Icon gibt dir jederzeit Hilfe, wenn du nicht mehr weiter weißt. Mit diesem Symbol ganz rechts kannst du eine Aktivität jederzeit verlassen. Jetzt weißt du alles über die Symbolleiste. Ja. Nun könntest du selbst auf Entdeckungsreise gehen und alle Überraschungen, die ich dir mitgebracht habe, erforschen. Auf geht's! Der Cursor deiner Maus wird auf manchen Objekten seine Form verändern, wenn du dich im Zimmer bewegst. Dann kannst du ruhig darauf losklicken und ich erkläre dir, was ich dir vorbereitet habe. Darf ich? Ja, jetzt darf ich endlich. Okay. Das ist ja vielseitig. Wir haben hier ganz viele Sachen. Internet gibt's wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Jo, da bin ich doch mal gespannt. Wir werden hier vielleicht... Naja, werden wir hier mehr Zeit als in Adi Junior verbringen? Weiß ich noch nicht. Das werden wir nachher sehen. Auf ebenfalls Lautstärke und Datum. Mit dem Roboter kannst du die Lautstärke einstellen, sowie Datum und Uhrzeit sehen. Ein kleiner Mausklick genügt. Moment. Wieso war das Fragezeichen aktiv? Egal. Mit diesem kleinen Roboter kannst du weiß. Die Lautstärke einstellen und das Datum und die Uhrzeit erfahren. Praktisch, nicht? Und? Okay. Uiuiui, es ist... Ja. Passt schon. Wie komme ich hier raus? Ah. Eine Türe. Natürlich. Aber ich finde das gut, dass hier in diesem Spiel erklärt wird, wie man eine Türe nutzen kann. Ich habe gehört, es soll Leute geben, die haben damit Probleme. So, was haben wir denn hier? Hier befinden sich alle Pluspunkte, die du in meinen virtuellen Klassen gewonnen hast. Also null. Alter, oh, wir dürfen reinschauen. Zuerst musst du den... Achso. Wow. Aber erstmal die Animation abspielen, das finde ich schon cool. Wobei, ich will schon noch eine Frage... Soll ich dir nochmal alle... Nein! Soll ich dir nochmal alle Symbole und Objekte in meinem Zimmer erklären? Ich dachte, man kann wenigstens auf das Fragezeichen drauflegen, dann hat man so ein Fragezeichen, was man irgendwo einsetzen kann. So, was haben wir denn hier? Ein Teleskop. Gute Idee. Für einen Spaziergang zu den Sternen bin ich immer zu haben. So, was werden wir denn dort sehen? In der Antike glaubten die Menschen, dass alle Sterne in der gleichen Entfernung zur Erde stehen. Die hellsten unter ihnen zeichnen Formen in den Himmel, die der Mensch mit den wichtigsten Gestalten seiner Mythologie verglich. Ah, okay. Ah, das können wir uns das angucken. Das hier oben ist eine... Das hier ist Perseus. Perseus, so. Perseus ist ein griechischer Sagenheld, der Medusa getötet hat. Ihr Gesicht war so hässlich, dass jeder, der sie ansah, zu Stein wurde. Ich meine, wie kann man, also wenn, ich habe wirklich nicht viel Ahnung von Sternbildern. Wie kann man aus diesen paar Symbolen so interpretieren, also das ist wahrscheinlich Perseus. Ich meine, der sieht schon fast so aus. Ich meine, das ist schon ein halbes Strichmännchen. Oder ein Dreiviertelstrichmännchen. Je nach Interpretation. Was haben wir denn sonst sowas hier? Cassiopeias. Cassiopeia war die Königin von Äthiopien und die Mutter von Andromeda.
Die Hauptpunkte des Sternbildes bilden ein W. Also manche Sternzeichen sind schon sehr weit hergeholt. Zephyrus war der König Äthiopiens und der Mann von Cassiopeia. Sie waren die Eltern von Andromeda. Der zählt mir doch nur ein, oder? Was ist das für Sternzeichen? Kann man hier Norden und Süden? Ah, man kann Norden und Süden wechseln, okay. Okay, da kann man das sehen. Naja, da kann man sich auf jeden Fall die ganzen Sternzeichen anschauen. Und auch in den verschiedenen Sommerzeiten. Wie zum Beispiel den Delfin hier. Der Stern Gamma im Bild des Delfins ist einer der schönsten Sterne am Himmel. Er schillert in Orange und Grün. Echt? Echt? Es gibt Sterne, die in verschiedenen Farben leuchten? Das wusste ich bisher gar nicht. Okay, Schlange kann ich ja noch herschließen. Das ist eine Linie. Aber bei manchen denke ich so, was ist das? Wie kommt man auf sowas? Hier ist nochmal Zephyrus, der kleine Bär. Nach der Legende hatte Zeus einen Sohn, den er in einen Bären verwandelte, bevor er ihn in den Himmel schoss. Der kleine Bär heißt auch kleiner Wagen. Sein sichtbarster Stern, der Polarstern, zeigt die Richtung zum Nordpol und erlaubt es so, sich am Himmel zu orientieren. Ich war schon irritiert, weil das sah für mich schon so ein bisschen aus wie der Wagen. Eins der wenigen, das ich ein bisschen erkennen kann, aber das war es auch schon. Das ist der große Bär. Nach der Legende verliebte sich Zeus in Kallisto. Aber Zeus' Frau, die sehr eifersüchtig war, verwandelte Kallisto in einen Bären. Die Sterne des großen Wagens sind Teile des Sternbildes des großen Bären. Da war es der große... Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, Sternzeichen ist definitiv nicht meine Stärke. Was haben wir sonst noch hier? Wir haben den Herbst. Okay, da sehen wir hier den großen Bär ganz flach. Was sehen wir denn hier so im Süden? Den Wassermann. Das Sternbild des Wassermanns ist im Oktober sichtbar. Die Babylonier symbolisierten ihn mit einem Mann, der Wasser ausleert. Was? Also, Stern, also, das ist, was? Ja, okay. Wenn man meint. Sagen wir so im Winter, da haben wir da oben die Kutsche, den Stier, der große Hund, die Hydra. Ich dachte, die Hydra muss mehrere Köpfe haben. Die Hydra ist das größte Sternbild, das wir kennen. In der Mythologie ist dies ein Monster mit mehreren Köpfen, das von Herkules getötet wurde. Vielleicht sehen wir das ja hier auch gerade nicht vollständig oder so. Boah. Bin ich jetzt im Norden? Jetzt bin ich wieder im Norden, okay. Haben wir sonst noch hier den Drachen? Na, gucken wir uns den Drachen noch an. Die Form des Sternbilds des Drachen ähnelt den legendären Monstern, wie zum Beispiel das von Herkules getötet wurde. Okay. Wenn wir auf Sternbilder gehen. Ah, dann werden uns die Sternbilder immer komplett angezeigt. Dann müssen wir die gar nicht erst suchen. Ah, interessant. Das sieht so aus, als ob. Weißt du, das hier sieht für mich nicht aus wie ein Löwe, sondern wie ein Kleiderbügel. Das ist das Sternzeichen des Kleiderbügels. Was haben wir hier? Zwillinge. Orion. Also das hier sieht für mich. Jagdhund. Das sind zwei Sterne hintereinander. Ja, das ist alles, keine Ahnung. Aber... Ich hoffe, dass dir dieser Spaziergang zu den Sternen gefallen hat. Solange es nicht der Teddybär im eigenen Zimmer ist, der gerade diese Geräusche macht, ist alles in Ordnung. Naja, aber... Adiyuna steht uns sehr nahe. Ich finde das sehr beunruhigend. Und dann geht er auch schon weg. Und ich würde mich auch für diese Folge schon wieder von euch verabschieden, nachdem wir uns die Sterne angeschaut haben. Und wünsche ich euch noch eine gute Nacht, einen schönen Morgen oder einen guten Tag und Gesundheit. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, bis zum nächsten Mal, euer Enogard. Ciao.